Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin zurück in Deutschland. Es ist viel zu warm draußen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video heute. Es wird nämlich um meine Erfahrungen vom Auslandspraktikum gehen. Ja, nachdem das Praktikum jetzt vorbei ist, ich ein paar Learnings habe und euch ein paar Tipps mit an die Hand geben möchte, habe ich mir gedacht, fasse ich das alles ein bisschen zusammen. Und deswegen sitzen wir hier. Wir reden auch nicht lange drum rum, sondern wir starten direkt mit, wie habe ich die Stelle überhaupt gefunden? Ganz klassisch habe ich angefangen, auf LinkedIn und Unternehmenswebseiten erstmal nach Praktikumsstellen zu gucken, zu schauen, braucht man für bestimmte Länder ein Visum, kann ich überhaupt in den Ländern ein Praktikum machen, bin ich für die Stelle geeignet und habe dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Und ein paar Tipps, die ich gelernt habe dabei sind, erstens habt ein aktuelles Profil auf LinkedIn, zweitens schaut, dass ihr euren Lebenslauf immer aktuell habt, weil ihr den natürlich immer mitschicken müsst und drittens macht immer ein Anschreiben. Also ein Anschreiben ist zwar meistens optional, dennoch ist es immer ein bisschen besser, eins mitzuschicken, denn es zeigt nicht nur eure Motivation, sondern gibt auch den Recruitern oder den HR-Personen ein bisschen im Background, von woher ihr kommt, welche Erfahrungen ihr mitbringt und warum ihr überhaupt das Praktikum machen möchtet. Und deswegen hebt euch das auch immer ein bisschen positiver ab und dementsprechend auch, wenn es optional ist, empfehle ich immer ein Anschreiben mitzuschicken. Ja, nachdem es nicht geklappt hat, was könnte man noch machen? Ihr könnt auf jeden Fall auch auf Messen gehen und die Firmen direkt ansprechen. Da würde ich euch mitgeben, schaut, dass ihr vorbereitet seid und euch im Vorhinein über die Firma und über die Stelle, an der ihr Interesse habt, informiert, dass ihr da einfach auch vorbereitet hingeht und habt auch hier einen aktuellen Lebenslauf dabei, um eben den zum Beispiel mitgeben zu können. Diese Version oder diese Möglichkeit habe ich nicht ausgeschöpft, sondern bei mir war es dann letztendlich die dritte Möglichkeit, durch die ich auch mein Praktikum bekommen habe, und zwar mein eigenes Netzwerk. Wir hatten mit der Firma einen Workshop an der Uni und dementsprechend habe ich mich eben mit den Leuten aus dem Unternehmen vernetzt und wir sind in Kontakt geblieben. Ich habe gesagt, hey, ich würde gerne ein Auslandspraktikum machen. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich das bei euch absolvieren kann? Ich finde die Firma spannend und ich würde gerne in der Branche arbeiten. Genau, so bin ich dann eben mit der Person aus der Firma in Kontakt geblieben und letztendlich hat sich das dann auch so ergeben, dass die Stelle eben ja für mich sozusagen auch geschaffen wurde. Deswegen auch wichtig, seid bei Workshops oder auch bei solchen Recruiting-Events immer motiviert, zeigt euch auch da von eurer besten Seite, weil wenn ihr dann ein positives Licht auf euch werft, kann das euch solche Türen zum Beispiel eröffnen und letztendlich, genau, hat es bei mir dann auch so funktioniert. Was sind allgemein die Vorteile von einem Auslandspraktikum? Bei mir war es jetzt Pflicht, aber das heißt ja nicht, dass ihr nicht auch eins machen könnt, wenn es freiwillig ist. Zum einen lernt ihr interkulturelle Arbeitsmethoden kennen, dann baut ihr euch ein internationales Netzwerk auf. Ja, das sind schon zwei Punkte, die sind sehr wichtig. Vor allem bei mir ist es auch ein internationaler Master. Dementsprechend ist es hilfreich, auch mal in andere Märkte reinzuschauen und auch andere Arbeitsweisen kennenzulernen. Denn zum Beispiel, wie ich aus dem Indien-Projekt gelernt habe, andere Länder haben einfach unterschiedliche Arbeitsweisen, Arbeitsmoralen und ja, Wege, wie sie eben da rangehen. Und das ist hilfreich, wenn man eben mit anderen Ländern zusammenarbeitet, zu wissen, dass es so ist und was die Unterschiede sind. Und dementsprechend ist das in der Hinsicht hilfreich. Natürlich, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Österreich oder vielleicht auch die Schweiz nehmt, habt ihr auch noch den Vorteil, dass ihr eine Sprache vertiefen könnt, teilweise auch lernen könnt. Mein österreichischer Wortschatz hat sich zwar erweitert, aber wie gesagt, von Sprachentechnischen habe ich jetzt nicht so viel mitnehmen können. Nichtsdestotrotz habe auch ich gelernt, dass der österreichische Markt, dadurch, dass es ein viel kleineres Land ist, auch ein bisschen anders funktioniert. Dann ein Punkt, den ihr auch bei einem Auslandsstudium habt oder Auslandssemester, ist eben die persönliche Weiterentwicklung. Ihr müsst euch selbstständig um mehr Sachen kümmern, sowas zum Beispiel wie eine Aufenthaltsgenehmigung, von der habe ich euch auch in dem Blog erzählt. Wenn ihr noch internationaler ein Praktikum habt, müsst ihr euch auch um ein Visum kümmern. Ihr müsst euch um ja, solche Sachen wie arbeitsrechtliche Sachen kümmern und ganz viel anderes, natürlich auch eine Wohnung, euch da zu organisieren. Und das sind alles Themen, die ja, euch einfach persönlich weiterbringen und ihr auch ein bisschen mehr Selbstständigkeit lernt, was dann positiv auch im Lebenslauf ist. Daneben ja, gibt es noch ganz viele weitere Vorteile. Zum Beispiel könnt ihr quasi in eurem Curriculum reisen. Also klar, wie gesagt, Österreich, naja. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch eine schöne Zeit dort gehabt und konnte dort vieles unternehmen, weshalb ich euch allein das deswegen ein Auslandspraktikum sehr empfehlen kann. Ja, und was ich zuletzt noch ansprechen möchte, sind einfach meine Learnings oder
Dinge, die ich euch gerne mitgeben möchte, was ich einfach gelernt habe im Praktikum, was mir unglaublich viel auch für mein späteres Berufsleben bringt und ich das natürlich dann mit euch direkt gerne teilen möchte, sodass ihr vielleicht auch schon früher an diesem Punkt seid. Das ist zum einen, bleib neugierig und saug alles an Wissen auf. Auch als Praktikant hast du oft Möglichkeiten, zum Beispiel auf Fortbildungen zu gehen, einfach zum Beispiel Zertifikate zu machen, auch auf Events zu gehen. Die müssen jetzt nicht immer fachlich sein, können auch freizeitliche Events sein, die der Arbeitgeber anbietet. Aber es bietet immer auch eine Möglichkeit, sich mit anderen Kollegen auszutauschen, weshalb ich das auch immer wärmstens empfehlen kann, nicht nur aufgrund des Spaßfaktors. Und man dadurch eben, wie gesagt, einfach sein Wissen erweitern kann, vieles mitnehmen kann, was einem später auch was bringt. Und man die Möglichkeit hat, einfach in kurzer Zeit sehr viel zu lernen. Gerade in der Beratung ist es einfach so, dass die Lernkurve am Anfang sehr, sehr hoch ist. Ich habe zum Beispiel auf verschiedenen Projekten gearbeitet, hatte dementsprechend Einblicke in verschiedene Industrien und man lernt eine Industrie oder einen Markt erst verstehen, wenn man darin auch mal was gemacht hat. Na klar, theoretisch weiß man immer was, aber in der Praxis sieht es auch noch mal immer ein bisschen anders aus. Und deswegen ist es eine super Möglichkeit, einfach viel Wissen aufzusaugen und auch aus den Fehlern von anderen zum Beispiel, von Kollegen eben zu lernen. Der zweite Punkt ist, wenn man sich gut anstellt, öffnet es sehr viele Türen. Egal, ob ihr später mal die Thesis mit dem Unternehmen schreiben wollt oder über einen Festeinstieg überlegt, wenn ihr euch einfach engagiert und motiviert zeigt, dann ist es nur positiv für euch, denn so werden Leute auf euch aufmerksam und wenn ihr mal einsteigen wollt, habt ihr einfach schon so ein paar Pluspunkte und die Leute im Unternehmen wissen, ah ja, der hat ja oder die hat ja ein Praktikum bei uns gemacht, hat ganz gut getaugt, hat uns gefallen und nehmen wir gerne. Klar, erspart es euch nicht den Bewerbungsprozess. Nichtsdestotrotz ist es immer ein bisschen besser, wenn man schon so einen Fuß in der Tür hat und einfach für später die Möglichkeit hat, dort anzufangen, weil man sich einfach schon im Praktikum gut angestellt hat. Dann ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil ich den auch erst jetzt so richtig gelernt habe, und zwar limitier dich nicht selber. Du bist zwar nur ein Praktikant, aber das heißt nicht, dass du dich nicht voll einbringen kannst. Du arbeitest schließlich auch Vollzeit in der Firma, auf dem Projekt und dementsprechend kannst du auch zeigen, was du drauf hast. Das bedeutet, vertrau auf deine Fähigkeiten und zeig die auch, wenn du einfach irgendwo einen gewissen Standard leistest und auch die Kunden bzw. deine Project Leads zufriedenstellst, kannst du auch bestimmte Verantwortung einfordern, weil du einfach konstant Leistung bringst und auch wenn du nur der Praktikant bist und dementsprechend klar nicht ganz so viel Verantwortung bekommst wie eine festangestellte Person oder wie ein Consultant, bekommst du trotzdem einen gewissen Teil, wenn du einfach das einforderst, was dir sozusagen zusteht, wenn du auch gute Arbeit leistest. Gerade wenn du auch proaktiv bist, kannst du dein Praktikum dann eben gut steuern und in die Richtung lenken, in die du möchtest, in die du gehen möchtest, die du haben möchtest. Und ja, das ist natürlich dann immer auch angenehmer für dich, weil du dann auch die Learnings am Ende hast oder das für deinen Lebenslauf mitnimmst, was du möchtest, wenn du eben selber das einforderst, beziehungsweise wenn du selber auch absprichst mit den Leuten, mit denen du arbeitest, was du eigentlich aus dem Praktikum raus mitnehmen möchtest. Und last but not least, ja, auch wenn man der Praktikant ist und an der untersten Kette steht, am untersten Glied der Kette, sind MDs nur Menschen, mit denen man ganz normal reden kann. Und man stellt die immer so auf ein Podest, vor allem je höher die Position, desto höher das Podest. Aber letztendlich, wenn man etwas Bestimmtes von der Person möchte und da irgendwo ein strukturiertes Vorgehen hat und sagt, hier, schau mal, das möchte ich aus den und den Gründen und das und deswegen ist es sinnvoll, dann kann man auch einfach auf einen Managing Director zugehen oder auf einen Manager oder auf sonst wen. Das ist dann nicht egal, welche Position es ist, aber solange man irgendwo die Zeit von den Menschen nicht verschwendet, sind es eben auch nur ganz normale Menschen, mit denen ihr gerade reden könnt. Und vor allem bei so Afterworks oder so Events, die einfach nicht so konkret mit der Arbeit oder den Projekten zu tun haben, kann man auch mal offen mit den Leuten reden und vielleicht auch einfach mal ja, Dinge für sich herauszufinden, die man gerne wissen möchte, weil man vielleicht zum Beispiel einen ähnlichen Weg anstrebt. Letztendlich war das Praktikum für mich, auch wenn es nur in Wien war, eine super Zeit. Ich konnte super viel lernen. Ich habe sehr viel mitnehmen können für mich. Sehr viel, wie gesagt, auch gelernt. Ich konnte das, was ich theoretisch an der Uni in manchen Modulen gelernt habe, praktisch anwenden, was ein Ziel von mir war. Ich konnte den Berateralltag besser kennenlernen, was auch ein Ziel war, weil ich davor ja schon in der Beratung als Werkstudentin gearbeitet habe. Und ich kann jedem von euch ein Praktikum sowieso und erst recht ein Auslandspraktikum ans Herz legen, um einfach mehr für euch kennenzulernen, was möchte ich, um einfach auch mehr zu lernen und auch um euer Netzwerk auszubauen. Und in diesem Sinne, wenn ihr Tipps habt oder selber Learnings habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, dann in Norwegen, wobei noch nicht ganz in Norwegen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.
We'll be right back.